Der dummen Aktionen. Ja, nach 2 Wochen geht es mal wieder um Simex. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Videos aus. In meinem letzten Video. Digga. Ja, Simex. Ich bin gespannt. KuchenTV. Video zu Simex habe ich euch ja schon gezeigt, dass er ein Freund der Doppelmoral ist. Denn wenn er andere beleidigen kann, ist das komplett in Ordnung. Wenn er aber beleidigt wird, dann geht das gar nicht fit. Beispielsweise den YouTuber Lenny, den er einfach per PN für sein... Alter, wie schnell willst du reagieren, Revi, ja. ...seine Frisur und dann auch noch in seiner Story gefrontet hat, obwohl er selber zu solchen Fronts Folgendes gesagt hat. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Vor allem, wenn es um... Ey, ganz ehrlich, KuchenTV, guck mal, Digga, momentan mache ich die ganze Arbeit für dich für Simex-Videos, ja? Du musst nur meine Reactions gucken und da findest du schon alles zusammengefasst. Also eigentlich schreibe ich dir gerade fast schon ein Skript. Maybe kann man da irgendwie zusammenarbeiten, Tim, weiß ich ja nicht. Aussehen oder irgendwelche privaten Probleme geht. Im Kleingedruckten bei seinem Video stand allerdings auch, dass das für Simex natürlich nicht zählt, Roffelkopter. Achso, ja, okay. Bevor das Video richtig los... Ich claim das Video, geistiges Eigentum. ...geht allerdings noch kurz eine Meldung von meinem Sponsor NordVPN. Ohne eine VPN seid ihr im Internet ziemlich unsicher unterwegs. Das ist eine Lüge. Ich habe mit VPNs nichts zu tun. Ich kenne mich damit nicht aus, ich halte mein Maul. Auf jeden Fall muss man ihm zugutehalten, dass er sich nach meinem Video wirklich deutlich gebessert hat. Denn er hat eine tiefgehende Diskussion mit dem YouTuber RevInsight geführt. Kannst du meinen Namen richtig aussprechen? Was ist denn mit dir, Digga? Seit wann... Er hat hier oben so ein... Digga, da ist ein Sniper in seinem Dachgeschoss, der ihn wegschießen will. Pass mal lieber auf, Bro, da ist irgendein Scharfschütze. Simex, weißt du, wo du wohnst. Da hat er Folgendes geschrieben. RevInsight. Mein Name ist... RevInsight. Genau so. Ja. Wollte dir schon immer mal sagen, dass du so ein fetter Hund... Ah, dafür habe ich Tim diesen Screenshot geschickt. Ach so, Digga, okay. ...bist 30 Jahre alt, könntest Familienvater sein, aber hast nichts Besseres zu RevInsight, genau. ...tun, als auf jedes meiner Videos zu reagieren und deine gestellte, unwichtige Knechtmeinung abzugeben. Ja, ja, ja. Meine unwichtige, gestellte Scheißmeinung. Ja, ja, ja. Eben. Du siehst aus wie mein mit deinem gefärbten Justin Bieber Adolf-Schnitt. Also ganz ehrlich... Nochmal, jetzt habe ich die Haare ja anders. Sah Hitler jemals so fresh aus? Ich glaube nicht. Selten so ein Knecht wie dich gesehen. Oh Gott, kannst fett meine Eier lecken. Das Ganze hat er dann noch ganz stolz in seine Story gepostet mit den Worten fettester HS. Also ich muss ja einfach mal sagen, ich finde, dass Revi nicht fett ist. Wie war das nochmal in seinen Videos? Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Na gut, Simex ist natürlich auch erst 19 Jahre. Dass man mit dem Wort und die Mütter der anderen Leute beleidigt, das weiß er natürlich einfach noch nicht. Revi hat zu diesen Nachrichten auch ein Real Talk Video hochgeladen, wo er auch erzählt hat, dass er danach sogar noch eine normale Diskussion mit Simex geführt hat. Komplett ohne Beleidigungen. Ja, das war wirklich so, Digga. Es war wirklich so. Ich sag immer noch Simex in den Discord. Simex in den Discord. Leute, schreibt's ihm in die Kommentare. Simex, komm zu Papa Revi, wir müssen reden, Digga. Wirklich, ich muss einfach mit Simex reden. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Revi hat in diesem Video sogar einige Fehler zugegeben. Feigling. Auf jeden Feigling, sagt er. Aber na komm, Bro. Ich bin nur sehr nachsichtig. Ich bin ein Mensch, der nicht überschnell verurteilt. Und du passt lieber einfach auf, Digga, dass ich nicht irgendeine Spezialeinheit wegen deiner Hassrede wegschießt. Auf jeden Fall haben sie das Ganze anscheinend geklärt. Allerdings wird das Ganze noch asozialer, meine Freunde. Denn nachdem er in Deutschland schon einen Haufen komischer Aktionen gebracht hat, hat er sich gedacht, dass er jetzt im Ausland... Ah, er hat nur gehustet. Ja, okay, dann ist okay. ...Ausland einfach damit weitermacht. Denn er ist laut eigener Aussage mit seiner Freundin jetzt nach... Brasilien! ...gezogen. Genauer gesagt nach Barcelona. Kein Plan, ob das stimmt, um ehrlich zu sein, weil die haben noch keine Roomtour hochgeladen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon bewiesen, dass es sich um Airbnb handelt. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es ein Airbnb sein könnte. Nein, aber die haben ja da einen Hund gekauft und so. Aber kann man im Ausland einfach einen Hund kaufen? Darf man das? Ja, schon, oder? Klar. Er hat dann vor einigen Tagen den ersten Vlog aus Barcelona hochgeladen. Und so viel ist da eigentlich auch gar nicht passiert, außer dass der Simex mal wieder 10 geworden ist. Für Fortnite. Ja. Nein, schau mal, das Eau de Toilette, Fortnite-Spray. Ich hab's doch gesagt, ich hab's überall versucht zu finden. Es gibt's einfach leider nicht, es gibt's leider nicht. Und Fortnite-Mäppchen. Lass das irgendwann mal holen, so Zeit, und dann verlosen. Nee, ich hol's jetzt. Nein. Auf Cringe-Basis, doch. Für Fortnite. Wir haben einen Riesen-Einkauf. Warte, ja, lass mich mal anschauen. Noch einmal anschauen. Können wir bitte weiter. Das finde ich auch ehrlich gesagt schade, dass sie ihn da nicht. Also sie ist ja wirklich echt jemand, der ihn immer da wirklich gut unter die Arme greift und hilft und supportet und so und ihn auch auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Aber dass sie ihn da das Fortnite ohne Toilette nicht kaufen lässt.
Ich weiß nicht, ob die Beziehung noch länger funktioniert. Kann machen. Ja, okay, aber für Fortnite eigentlich. Leute, ich darf's nicht holen. Allerdings gibt es hier jetzt eine Szene, die an Asozialität einfach überhaupt nicht zu überbieten ist. Na, weiß ich nicht. Wir haben schon viel gesehen auf YouTube Deutschland. Und zwar hat seine Freundin den Hund mitgenommen. Und der macht natürlich auch Haufen. Ganz normal. Das haben sie dann auch tatsächlich weggeräumt. Ich meine, das Erste, wo man sich ja wirklich schon fragen muss, warum ist halt diese Aussage hier? Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto. Komm, wir laufen weg. Z-Max hätte seiner Freundin einfach 100 Euro gegeben, wenn die damit irgendeinen Menschen abgeworfen hätte. Wie asozial kann man eigentlich sein? Und du brauchst dich auch gar nicht rausreden mit, oh, das war nur ein Spaß, das meinte ich gar nicht so ernst. Denn seine Freundin hat diesen Beutel dann halt in den Müll geworfen und er hat ihn extra wieder rausgenommen. Aus diesem Müll, um dann Folgendes damit zu machen. Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Ja, das ist kein Scherz. Er hat wirklich diesen Kackbeutel genommen und hat ihn gegen den Bus geworfen. Digga, ich glaube, das wäre wirklich gar nicht so groß gewesen, wenn wir vorher nicht den Beef gehabt hätten und ich auf dieses Video reagiert hätte. Wäre das, glaube ich, wäre er wahrscheinlich so fast schon damit gekommen. Z-Max wäre fast damit davongekommen. Holy shit, Alter. Was war das denn gerade, Junge? Digga, ich esse nie wieder irgendwas von McDonald's. Ich hab gerade einfach mein Gehirn. Junge, what the fuck? Oder gegen den Digga. Fahrradfahrer. Mit davongekommen ist aber auch voll mit davongekommen. Das ist sau schwer, sag das mal. Das wird momentan diskutiert. Z-Max hat gesagt, er hat getroffen, wenn du die Frame. Einfach Schlaganfall. Das einzeln durch. Der war es gerade schon wieder. Es war wieder so knapp davor. Gehst der. Das ganze Stream tut mir nicht gut. Ich brauche eine Auszeit. Fahrradfahrer dreht sich zumindest nicht um. Und die 3000-Euro-Kamera war leider auch nicht hochauflösend genug, sodass man den Beutel da noch irgendwo sieht, in irgendeinem Frame, wo der gelandet ist. Deswegen bin ich. Nicht für hungriger Hugo. Es wird nicht geklebt. Es wird komplett rausgelassen. Fickt euch ins Knie. Ich mal nett. Und ich sag einfach mal, dass du nicht den Menschen abgeworfen hast, sondern den Bus. Aber wie asozial ist es denn bitte, diesen Beutel da zu werfen? Und ich meine, er fand das gut. Er hat das sogar im Video gelassen, weil er das einfach gefühlt hat. Er fand das wirklich lustig in diesem Moment. Das Traurige daran ist doch, dass dieses Video am Anfang auch noch mega positive Resonanz bekommen hat. Erst mit der Zeit wurden es immer mehr Dislikes, weil halt wieder YouTuber darüber berichtet haben und das Video in den Trends gelandet ist. Seine Community hat es gefeiert, dass er mit Hundescheiße rumgeworfen hat. Aber auch Clickbait-technisch hat er seit meinem letzten Video überhaupt nicht abgenommen, sondern macht natürlich genauso weiter wie vorher. Beispielsweise im Video Fortnite ist tot. Da sagt er am Ende nämlich Folgendes. Was ich im Endeffekt sagen will, Fortnite wird niemals sterben. Ja, also irgendwie ist es dann ja eher weniger tot, oder nicht? Ich meine, warum schreibst du nicht einfach hin, ist Fortnite tot? Fragezeichen, wird Fortnite sterben? Oder Fortnite ist tot? Fragezeichen. Alles wären fragende Formulierungen und wären tausendmal besser, als so eine Aussage zu bringen, die du in dem Video dann selber widerlegst. Darüber hinaus widerspricht sich unser Z-Max ja auch relativ häufig. Das Ganze habe ich ja schon im anderen Video gezeigt, aber er macht natürlich genauso weiter. Zum Beispiel hier, wo es um Verlinkungen bei Reactions geht. 380.000 Klicks. Hat er irgendwo Ellies Video, Ellies Kanal verlinkt? Nein. Null Credits. Weißt du, da gönnt man null. Das ist ganz schön komisch, weil im Video Fortnite ist tot hast du das Video selber überhaupt nicht verlinkt und auch unter dem Ansage an Z-Max Video ist da das Originalvideo irgendwie nicht vorhanden in der Beschreibung. Ja. Er beschwert sich also darüber, wenn andere das gar nicht machen, obwohl er das selber nur sporadisch hin und wieder mal tut. Klar, tolle Aktion auf jeden Fall. Dieses Ansage an Z-Max Video ist übrigens auch wieder was ganz Besonderes, womit sich Z-Max echt beliebt gemacht hat. Denn das Video besteht einfach nur aus einer Ansage, die irgendein 8-jähriger Junge gebracht hat, die er einfach auf seinem Kanal neu hochgeladen hat. Und der Typ klingt halt so. Spiel nicht mehr Fortnite! Hör auf mit Fortnite! Hör auf einfach mit Fortnite, Alter! Er hat einen Punkt, er hat recht. Hör auf einfach mit Fortnite! Warum lädst du das bitte auf deinem Kanal hoch? Ich meine, das ist irgendein 8-jähriger Junge und Z-Max sagt sogar selber Folgendes am Anfang. Der Junge ist noch sehr jung, er weiß nicht mal, was er da macht. Also, er weiß selber nicht, was er da tut, aber du bietest ihm trotzdem diese Plattform vor. Oh nein. 640.000 Leuten. Er hat sogar an ein, zwei Stellen so ein bisschen aus dem Fenster gefilmt, wodurch es eventuell möglich ist für Leute, deine Frisur ist auch komisch, Leon, halt's Maul. Die in diesem Gebiet wohnen, herauszufinden, wer das ist. Auch seine Klassen- bzw. Schulkameraden können ihn natürlich mega leicht identifizieren. Hier wird nicht gelüftet. Denn denkt ihr, Z-Max hat das Ganze zensiert hochgeladen? Nein. Nein, das habe ich nachträglich gemacht. Er hat den 8-jährigen Jungen, der da 3 Minuten irgendwie Scheiße labert, einfach unzensiert im Internet gezeigt. Muss sowas sein, vor so einer großen Reichweite? Warum? Der Real Talk, ne Boss.
Ich meine, der Typ beleidigt ihn auch einfach im Video. Also, wenn ihn jetzt irgendwer erwischt und der vielleicht sogar wirklich ein Z-Max-Fan ist oder sich einfach nur über den lustig machen möchte, dann hast du ihn jetzt einfach zum Gespött seiner Schule oder Klasse oder whatever gemacht, weil du da irgend so eine komische Ansage einfach unzensiert hochladen musstest. Es ist ja auch nicht so, dass Z-Max irgendwas im Video dazu beiträgt. Bis auf dem Intro, wo er einfach nur sagt, was jetzt kommt, hat er keinen Part mehr im Video. Er reagiert nicht drauf, er hat auch keine Einschnitte oder sonst irgendwas, sondern es kommt das Intro, danach kommt diese Ansage und dann endet das Video. Warum musstest du das hochladen? Z-Max macht sich meiner Meinung nach einfach immer unbeliebter bei den Leuten. Wenn man sich die Bewertung seiner Videos so anguckt, dann sieht man, dass es halt auch immer schlimmer wird. Alter. Die Vlogs kommen aber besser an. Nee, die kommen schlechter an. 53 ist... Ja, das ist weniger Prozent als das. Also es kommt schlechter an. 57 oder... Bei 85 ist es gelb und bei 71 ist es rot. Also ist rot schlechter und je weniger Prozent man rot hat, umso schlechter ist es. Und dann kommen seine Vlogs schlechter an, ja klar. Klicktechnisch läuft es natürlich gerade noch, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du so weitermachst, dann wirst du einfach zu einem wandelnden Meme. Und ja, dann wird es vielleicht noch ein, zwei Jahre laufen, aber dann ist deine YouTube-Zeit höchstwahrscheinlich vorbei. Ja, die Prank Bro. Alter, was machen eigentlich die Prank Bros? Da will ich gleich nochmal reinschauen. Das habe ich lange nicht mehr geguckt. Das haben wir schon bei anderen YouTubern mitbekommen. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Er hat mit Revi geschrieben. Er hat wohl auch gesagt, dass er jetzt sein Content ändern möchte, dass er das anders aufbauen möchte und alles, was halt dazugehört. Da wünsche ich dir natürlich viel Glück. Ich hoffe natürlich, danke, dass du trotzdem so bleibst, weil sonst gehen mir die Videos Joka, aus. Danke schön. Aber was sagt ihr dazu? Wird es die Mac schaffen oder nicht? Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Keine Ahnung. Hoffentlich in meiner Schwester. Bis dann. Ich sehe mich in 5 Jahren in deiner Mutter. Entschuldigung.